Oh. Schöne Geld. Ich bin eilig. Bin kurz, bin wirklich viel getroffen, werde gestern. Bekannt! Wer ist hier? Letzter Winter treffen! So die Liebenswürdigkeit besäßen und zu sagen, immer auf die Gäste ist gelangt. Aber Fendis, das hatte dieses Kind. Mit Geld natürlich. Viel Geld, um genau zu sein. Muss also lediglich die Türwachen bestechen. Torwachen. Kann nie schaden. Hat aber nicht mit engeren Thema nichts. Wie dem engeren Thema nichts zu tun. Geld meine ich, dass jemand wirklich reicher Händler sein muss. Für den Visier interessant genug zu sein, um ihn einzuladen. Eine Einladung zwingt, zuweilen vielleicht auch spontane Gäste. Dass jemand mit einer Tasche voller Geld vor der Tür steht, kann ich mir nicht vorstellen, dass er abgewiesen werden würde. Jeder Händler mit kleinen Geldbeutel. Krallen. Ich hab Krallen in meinem Geldbeutel. Letzte frei, wenn man Geld kommt, wissen wir, aber wie wird man hin zu einem Händler? Statt einer Frau einfach so Fragen zu stellen, um diese vorher zu prüfen, Fendis. Aber keine Geschichten, Karl! Frei beantworten! Gut, gut. Wie wird man Händler? Tja, man ist einfach einer. Exakt, ich habe nie so darüber nachgedacht. Händler? Nun, man muss rein äußerlich natürlich etwas hermachen. Das ist klar. In Humang, breches Gewand. Ja, das ist schon sehr wichtig, keine Frage. Also vorhin eine Frage der Kostümierung? Das sieht ja genau aus. Ich gehe hier so lange wieder, der ein prächtiges Gewand trägt, ist angesehen hinter durch. Kommt schon ins Grübeln. Sind wir doch glatt ein Scharlatan. Wollen wir auch nicht länger stören. Auf Wiedersehen. Die ist abgeschlossen, ne? Ist fest verschlossen. Kann ich die einfach mal das Schloss aufschießen? Ja, geil! Das will er für Fetzen haben! ein Käufer mit sicherem Blick für mein bestes Stück. Was sage ich, für das prächtigste Gewand der ganzen Stadt, das kostet 500 Taler. 200? Ein Garn, dieses Prachtstück hat mehr gekostet, der Fendi. Nein, nein, so kommen wir nicht ins Geschäft. Also nicht ruinieren, dann kann ich ihn doch gleich auch noch mein Herz herausreißen und für ein Butterbrot dazugeben, sage ich 400. Also gut, der Fendi, es gehört Ihnen. Sie sind ein ganz ausgewogener Preisdrucker, wissen Sie das? Ich weiß nicht, ob ich es für noch weniger bekommen hätte. Mann, Herren! Habe! Was willst? Fliege verschluckt! Und komm! Fragen Sie, guter Mann, was ist über diesen Händler treffen beim Visier? Weißt du, dass ich nie eingeladen bin? Mein Stand wirft einfach zu wenig ab, als dass ich für den Visier von Interesse wäre. Vielleicht ist das auch ganz gut so. Ja. Ich wollte doch nur vorbeilaufen. Ja, so gut, dass ich das Geld noch aufgehoben habe. Naja, gehen wir uns halt nochmal schnell ausruhen. Wir haben sie ja. Die Zeit, ne? Unnötige Spielstreckung. Und dann schalte ich auf ganz doll viel Werbung, dann. Ja. Könnte ich viel mehr Geld. Ja. Als ob irgendjemand nicht einen Werbeblocker hätte, wenn er auf YouTube geht. Oder ins Internet. Geradezu schwachsinnig, der Gedanke. Aus einer Tür zu schaffen! Die Stunde am Nordkalender zu dritt! Ja, richtig. Einen Moment, bitte. Schnell, liebe Freunde, stüpfen unsere Schaffieren, kostümieren. Wie fest, Schatz? Warte, dir findet der Hut. Röse Tarnung, Herr Leutnant. Finde auch, er gibt einen gelungenen Klau und hoppla. Gar nicht auf unser Wesen, Liebster. Du wirkst ein bisschen lächerlich. Ich finde, siehst du angemessen aus. Wer lacht, wenn ich gleich die Straße betrete? Ja. Geh dann zusammen! Melde den Händler an den Kopf! Wir sagen, melde dich selbst! Bin der Händler! Sieht nur einer aus, sprich, der sich wegen eines unerhörten Reichtums eine gehörige Portion Exzentrizität leisten kann. Der schreibt doch voll anders, ey, von der Noob, ey. Mag ich sein, aber kein Geldsack da, noch nie hier gesehen. Sie wissen, sagen wir, dass eine gut gefühlte Stadtstruktur deshalb ins Haus gelassen, weil die deckelfremd war? Komm, lass das ist hier, Skillam. Ist offensichtlich reicher fremder Händler. Ja, mit meinen drei Dienern, wir haben wichtige Händler geringer hier. Halt drei, mit der gleichen, ich verstehe. Für ein großartiger Meme in ihn verloren gegangen, Leutnant. Ja. Sind keine Minute zu früh. Die anderen Händler, Großhändler haben sich bereits eingefunden. Vergangene Woche lief prächtig für mich, Oma. Ich hoffe, deine Geschäfte gehen auch zum Besten. Es wird immer schwerer, Karawanenhandel zu treiben. Die alten Märkte sind in Schutt und Asche versunken.
Bedauerlich, mein Lieber, gute Oma. Ich hoffe nur, du kannst trotzdem den Anteil des Visiers aufbringen. So. Grüße dich, Weber. Ah, dein Geldbeutel wollte sie viel versprechen. Auch du mir willkommen, Oma. Ich hoffe, deine Probleme der letzten Woche sind endgültig hier unten. Ein neuer Händler? Können wir in Gang sein? Sieht sehr vermögend aus. Sehr vermögend. Jetzt noch, wie geht es an euch am Blitzen? Unser Plan geht auf. Seid ihr gegrüßt, neuer Händler. Sag mir, was ist denn dein Geschäft? Zeit, wir haben uns gar nichts überlegt. Hey Leute, improvisieren Sie. Ding, wer von Ding? Verkaufe mir mein Kind! Keine pekuniäre Not! Genau, bitte sehr. Ich möchte schon wissen, wie ich in mein Hand über ein Haus einlasse. Was ist dein Gewerbe? Pfeifen. Züchter. So, Pfeifenzüchter? Ist kein Händler, Fremdfreundchen. Alarm, ein Eindringling! Tag, Lanan. Vielen Dank. Ich fürchte, es ist laut mit uns. So. Was war da? Kälte war, glaube ich, ne? Kampf kann gar nicht gewinnen. Bla, Fresse halten. Jetzt weiß ich noch nimmer. Was Eis oder was Feuer? Ich schau einfach mal. Was dabei rauskommt, hm? Ja, schön. 52, das ist ja schon mal gut. Ja, komm. Und tschüss. 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 Ja, ja, komm. Dauert jetzt einen Moment. Oh, sind so mächtig. Fähigkeit, Gruppenheilung 2. Zumindest mal mit Flammensturm. Ich weiß gerade nicht, was jetzt schwach gegen die war, ey, stark, aber ich glaube, es war Eis. Wir werden es gleich sehen. Nein, es war Feuer. Oder ein bisschen was von beiden. Nicht so wichtig. Kritischer Treffer 41. Ich habe Angst. Gruppenheilung 2. Auch wenn es wahrscheinlich. Naja. Das Flammen der Inferno machen wir beim nächsten Mal, weil die sind eh noch. Naja, gut. Ich glaube, die sind noch nicht ganz tot, ne? Nein. Ich hätte vielleicht. Naja. Stampfen und da machen wir eine normale Gruppenheilung. Reicht doch völlig aus. Und wir brauchen wohl doch das Flammen der Inferno. Vielleicht auch nicht. Verschwenden wir ein wenig Magiepunkte. Sieg! Quetschsprung 2 gelernt. Und tschüss. Oh, noch mehr Gegner. Ganz schön viele, was? Der Kampf kann gar nicht gewonnen werden. Es soll ja einfach nur symbolisch verstreichen, dass es auslöst. Ist. Drücke einfach F12 und ja, ja, bla bla. Zeig dir mal, wie ich den gewinne. Ja, es dauert jetzt noch einen Moment. Ich will mal schauen, ob das geändert wurde seit Version. Ich glaube, 1.1 hatte ich damals, als ich wieder hier war. Aber ich glaube es fast nicht. Ja, komm. Und tschüss. Oh, es ist so stark. Ich habe so Angst. Guck mal, 2. Schön, dass sie zuerst drankommt. Oder allgemein meine zuerst drankommen. Ja, la 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 la. Es ist doch nicht. Nicht getroffen, nicht geblendet. Kann man ignorieren. Kann man heilen, jawohl. Und tschüss. Tschüss und tschüss. Und ganz oft Medizin und Schilderdame 2 gelernt. Und der nächste Kampf. Ja, ich weiß, dass es viele sind.
Schwinger. Oh, allgemein geht nicht. Bin ich geheilt? Ich bin geheilt. Aber ich könnte auch... Nein, sie sind ja eh zuerst dran, von daher... Bringst das nicht so wirklich. Massenangriffszauber bringst du, eure Attacken oder Fähigkeit bringst du halt total. Es hat einfach so viele Sinn. Na komm. Oh, Sturmflut. Ich hab so Angst. Ich ängstige mich fast schon so tode. Und jetzt heile ich die Sturmfluten wieder. Ein HP. Oh, blind. Was soll's? Die sind eh gleich tot. Von daher, was soll's? Tschüss, und tschüss, und tschüss, und tschüss. Sieg! Ja, komm. Level 29 erreicht. Und der nächste Kampf. Das dauert noch einen Moment, ne? Ist euch schon klar. Halt die Fresse, Spiel. Ja, ich bin ein bisschen verletzt. Kann man gleich mal heilen. Warum nicht? So ein bisschen halt, ne? Wenn es so lang dauern würde, jeder Kampf. Na, ich sterbe die schon in der ersten Runde. Keiner geschockt schon natürlich. Das könnte ungünstiger laufen. Nein, tut es nicht. Ich weiß gar nicht, funktioniert Stampfen trotzdem noch? Müsste ja theoretisch. Ich meine, dazu muss man jetzt nicht viel sehen. Also zumindest logischerweise nicht zum Aufstampfen. Muss man auch nicht. Mhm. Ja, nicht betroffen, nicht betroffen. Bla bla bla. So, Heilung. Das dauert doch zum Glück nicht lang. Und tschüss. Und wieder einige tausend Erfahrungspunkte. Ja, einige tausend, nicht mal zwei. Und der nächste Kampf. Ey, es wird spannend, ne? Nein. Ja, ich weiß, dass ich nicht gewinnen kann. Das habe ich auch schon vor mehreren Kämpfen gemerkt, dass ich nicht gewinnen kann. Als ich gewonnen habe, habe ich das gemerkt. Ich schleudere mir das mal ein bisschen. Ich muss ganz schnell die Ender, Return, was auch immer Taste drücken. Hämmern. Ist geschockt. Nicht betroffen, nicht betroffen, nicht betroffen. So, jetzt gehen mir langsam die Magiepunkte aus. Muss ich nachher was dagegen unternehmen. Weil ich sagen muss, es läuft doch noch besser als beim ersten Mal. Das ist damals. Mhm. Ja, ja. Das juckt mich so überhaupt nicht, was ihr da gerade macht. Oh mein Gott. Okay. Ich drücke dann gleich mal so ein paar Medikamente rein. Ist immer gut, sich irgendwelche Drogen zu spritzen. Wenn ich noch dazukomme, scheinbar nicht mehr. Doch, komme ich noch. Oh mein Gott. Oh ja, wenn wir gerade so viel Gelegenheit dazu haben, ne?
Dann drücke ich mir gleich die Magiepunkte Glitzerwing hoch. Er nimmt selbst noch eins. Ach, was soll der Geiz? Ich darf da noch eh laden. Ich kenne das Spiel doch schon. Balsamöl. So, das sollte reichen. Ich bin geblendet. Oh, die sind ja noch geblendet, ganz vergessen. Und einen Sieg errungen. Level 29. Ah, es gibt doch endlich auf! Wie viel passen denn überhaupt in dieses Haus? Das gibt's doch gar nicht. Ist doch gar nicht möglich. Das widerspricht allen physikalischen Gesetzen. Ich glaube, außerirdischen mir den Raum für Zerrungstechnologien da immer. Tschüss, tschüss. Inzwischen habe ich das halbe Haus niedergebrannt und eingeschlagen und zerstampft und granatisiert. Granatisiert, schönes Wort. Schau ich gleich mal in den Duden. Wieder ein Wort, das im Duden nicht steht. Das Ding ist so voller Fehler. Gut, dass ich da bin, um es zu korrigieren. Sonst würden die Fehler da ja für alle Ewigkeit drinstehen. Okay, das hat's drei gebracht. Naja, wenigstens sind zwei geschockt. Ja, ja, komm. Nicht betroffen, nicht besoffen. Nicht besoffen. Keiner ist besoffen. Doch Elnor. Typisch Frau. Heilen. Aufstampfen. Bricht. Und tschüss. Und sie sind tot. Schon wieder. Level 30 gelernt. Es dauert noch, ne? Falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Ah, zum Glück bin ich viel schneller als diese Pfeifen da. Also sehr einfach macht sie zu besiegen. Wenn ich zum ersten Begegnung denke, uiuiui, das war schlimm. Aber jetzt sind ja nur noch so ein müder Witz so am Rande, ne? Ja, ja. La, la, la. Das juckt mich überhaupt nicht, die Nebelwolke. Nicht mehr zumindest. Nicht in diesem Kampf. Hätten sie mich lieber mal angegriffen, hätten sie mehr von gehabt. Halt, Moment, sie ist ja blind, ne? Scheiße. Egal, Karl. Na komm. Was? Ach, er ist auch blind. Ja, komm. Schwinger. Naja, wenn er schon nichts machen kann und ich ihn nicht gerade nicht entblinden kann, ne? Entblinden. Was soll's? Und tschüss. Sieg. Level 29. Zieht sie noch ein bisschen hin, ne? Ja, ich weiß, dass es viele sind, dass ich nicht gewinnen kann. Das habe ich schon nach dem ersten gewonnenen Kampf gemerkt, dass ich nicht gewinnen kann. Das war so offensichtlich. Ich sollte vielleicht lieber einen von den Kopf-Tentaklern an... Das wäre sinnvoller, weil die normalen Tentakler eh nach der ersten Runde sterben. Beziehungsweise nach dem zweiten Angriff schon. Nach dem zweiten Massenangriff. Keiner geschockt? Das ist ja schockierend. Oh. Geschockt, schockierend. Oh. Der Witz war noch nie lustig. Naja, gut. Wenn der blind ist, dann kann er mal irgendwas verabreichen. Drogen! Für alle! Ja,
Ist nicht betroffen, ist geblendet, bla 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 bla. Bla 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 bla. Bitte, was soll denn das bringen? Ich heil dann mal wieder, ne? Und ihr würdet dann auch langsam mal sterben, glaube ich. Ja. Spielt große Giftwolke, toll. Warum nicht? Einfach weil er sowieso keinen Schaden macht. Damit hat sie das Problem erledigt. Die Frage nach dem Warum. Level 30, Winter gelernt. Hey, du schummst doch, stirb nicht auf ehrliche Weise. Das ist voll diskriminierend hier. Bloß weil er zu unfähig ist, die... Ja, es ist immer noch so, toll. Bloß weil diese Gegner nichts drauf haben, schummel ich, natürlich. Ich wollte es halt mal zeigen, was passiert, wenn man die ganz oft tötet. Also keine Ahnung, wie oft ich die jetzt überhaupt getötet habe, aber es ist recht einfach, auch ohne ich die Rüstung nicht gekauft hätte. Also den Panzer und so wäre das natürlich genauso einfach gewesen. Hätten vielleicht minimal mehr Schaden gemacht, aber das ist eh... Also nebensächlich, ihr wisst Bescheid, ne? Ja, komm, lass mich jetzt rein. Na komm. Da ist der Opa wieder. Und wir gehen jetzt einfach mal mitten rein. Komm schon. Wasser. Pfeifen. Bläser. Pfeifenbläser. Man muss nur durch die Stadt gehen, um zu wissen, dass das Attacke wirft. Na gut, gehen wir in mein Gemächer und spielen. Börse öffne dich. Hihi. Worauf warst du, Wasserpfeifenbläser? Hier geht's lang. Seinem alten armen Diener das Wort gestatten, o Habens Visier, wisset, laute Ruf oder Palast. Es pracht durch den ganzen weiten Ohrenthalt. Mein Händlerherr möchte gerne noch ein wenig in euren Hallen weilen, sich an eure Herrlichkeit laben, davon zu künden. So, und es kann tatsächlich schaden, wenn sie meine Herrlichkeit noch ein wenig mehr rumschlicht. Guhändler, sieh noch ein wenig um, damit ich von der Pracht, die dich umgibt, berichten kannst. Tritt Licht, wir hatten dich hier oben in meinen Gemächern. Kommt! Das war sehr schlau von Ihnen, Herr Professor, den Herr Luck bei seiner Prahlsucht zu packen. Prahlsucht. Ah, der Mensch kennt sich eigentlich schnell an, wenn man an einer Universität seine Anträge durchbringt. Darum ging's! In der Zukunft kürzt das jetzt aus! Schau jetzt, jetzt hat er gewonnen Zeit, um Captain Bullsmer zu befreien. Ja, wir sichern erst nochmal. Und beenden, nachdem wir für den Kampf nichts bekommen haben. Das ist voll gemein. Scheiß Spiel, ey. Also entweder sollte er andere Truppen einsetzen oder, keine Ahnung. So sollte es auf jeden Fall nicht laufen, ist doch langweilig. Sollte man sich mal Lufia 2 spielen, ja? Oder Lufia 1 in Deutschland, ne? Da kam der erste Teil nie raus, deswegen ist der zweite Teil bloß der erste. Da kann man gar nichts auch besiegen und es geht danach trotzdem weiter und man kriegt doch was Schönes. Das ist total überschwer. Ich meine, zugegeben, man muss da bis Level, keine Ahnung was leveln, wenn man nicht irgendwelche Tricks benutzt, aber hey, es geht. Es dauert nur ewig, selbst auf dem Emulator, aber das ist jetzt gar nicht das Thema, glaube ich. Doch, doch, passt voll zum Spiel, ist fast dasselbe. Hat bestimmt irgendwelche Ressourcen rausgeklaut, passt schon. Egal, wenn ich dann auch mal schaue, ob YouTube die alternativen, keine Ahnung, modifizierten Sounddateien so frissen will, oder wiederum jammern, wie bei den Originalen, dann wird's kompliziert. Aber egal, das war's erstmal für heute mit Die Reise ins All. Und einem Kampf, für den wir nichts bekommen. Buh, scheiß Spiel. Das gibt Punktabzug. Egal, das war's für heute mit Die Reise ins All. Ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.